Hallo Freunde, ich begrüße euch auf meinem Kanal. Über einen Daumen hoch freue ich mich sehr, über ein Abo noch viel mehr. Danke. Willkommen zurück. Eine weitere Folge Factorio Steinbild 24/7. Es gibt einige Änderungen. Ich habe ein paar Mods rausgeschmissen, denn gestern ging ja die ganze Multiplayer-Geschichte nicht. Momentan scheint sie zu funktionieren, also ich freue mich ganz dolle über jedes Abo und jeden, der mitmachen möchte. Wir waren heute schon im Multiplayer drauf, haben ein paar Änderungen gemacht, das hatte ich eben schon mal kurz gezeigt. Wir haben Wasserschneisen gezogen, damit wir erstmal etwas Ruhe haben, die Karte ein bisschen aufgedeckt und damit die Basis erstmal abgesichert, also sicher noch nicht, aber zumindest gegen Aliens abgesichert, die zu Fuß unterwegs sind sozusagen. Wenn die Nester dann natürlich sich ausbreiten und die Dinger irgendwo spawnen, sieht es wieder anders aus, aber für den Moment ist es erstmal ganz okay. Dann habe ich den, ich nenne mal den Kistenmod rausgeschmissen. Das war der Mod, mit dem wir in der letzten Folge noch hier oben diesen wunderschönen Aufbau gemacht haben. Für die Greifarme, jetzt habe ich es wieder klassisch aufgebaut. Versucht das Ganze trotzdem modular zu halten, so dass wir nach rechts erweitern können. Weil eben alles, es kommt von links, wird verarbeitet, wird links wieder ausgegeben und läuft dann nach oben durch. Und damit ist die Sache theoretisch modular und sollte funktionieren. Was ich mal noch machen könnte, ist ein paar Lampen bauen. Denn so im Dunkeln ist es ganz schön blöd. So, und dann war ja der Plan, dass als nächstes die Maschinen drankommen, die Maschinenproduktion. Und die ist ja witzigerweise von der Grundlage genauso wie bei den Greifarmen. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, müsste es so sein. Die Montagemaschinen, genau, Eisenplatten, Eisenzahnräder und einfache Platine. Also es wird genau das gleiche gebraucht, natürlich in anderen Stückzahlen. Das heißt also, wir können den Aufbau, den wir hier haben, nehmen, hoffentlich kann man spiegeln und dann hier drüben auf die andere Seite setzen. Das wäre dann auch so grundlegend mein Plan für diese Folge. So. Gut, jetzt ist Spiegeln natürlich ein bisschen blöd. Ja, Spiegeln ist blöd. Zumindest wenn ich die Fließbänder mit dazu nehme. Weil wenn der spiegelt, kommt es dann ja natürlich von anderer Stelle. Aber bis hier müsste man es nehmen können. So. Spiegeln geht wunderbar. Dann haben wir jetzt die Wahl, entweder ein Stückchen tiefer oder ein Stückchen höher. Ich würde ehrlich gesagt sogar ein Stück tiefer gehen wollen. So. So müsste es passen. Halt, stopp, das geht nicht, das wird Eisen. Doch so. Oder? Nee, halt, welcher ist das? Das ist Kupfer. Ja, dann können wir es lassen. Der ist Kupfer. Der schräge da oben ist Eisen. Das passt. Ja, setz mal dahin. Sehr schön. So, okay. Dann machen wir gleich mal eine Sache. Wir ziehen mal zentral ein bisschen Strom nach hoch. Damit wir hier ein paar Punkte haben, wo wir abgreifen können. Ich denke, dass sich das so besser macht. Mal schauen. Gleich mal mit rein hier unten. Ja, nö. Dorthin.
Und dahin. Okay. So, dann hätten wir da schon mal einen Strom drin und alles, was wir brauchen. Fließbänder brauchen wir, die holen wir uns gleich von unten. Montagemaschinen brauchen wir noch. Die produzieren wir jetzt erstmal selber. So, Fließbänder hatten wir hier unten vorbereitet. Mal schauen. So, ein paar Greifarme greifen wir uns dann von hier oben. Die brauchen wir dann auch. Kiste ist hier. So. Okay. Wieder haben wir noch. Gut. Dann können wir gleich noch ein paar unterirdische bauen. So, Montagemaschinen werden wir einige brauchen. Da komme ich mit den 10 Stück nicht hin. Genau, die bildenden Greifarme brauchen wir. Und hiervon machen wir auch noch 5 und dann noch 5 Montagemaschinen und dann sollten wir uns so langsam nähern. So, der baut. Das ist gut. Davon brauchen wir gerade nichts. Oh, wieso habe ich denn Silikat hier bei mir? Glas stellen wir doch hier drüben. Ja, das kann doch hier rein. Nee, das nicht, das. So ist gut. Okay, halt, stopp hier. Was brauchen wir noch? Eisenplatten, ein paar und Stahl. Ja, was hatte ich noch gemacht? Achso, ich habe zwischendurch noch erweitert, wie ihr seht hier. Die ganzen Schmelzen sind nach oben erweitert, dass hier ein bisschen mehr Durchsatz ist. Es ist mittlerweile alles vollgelaufen. Der Strom ist unten ein bisschen erweitert. Wie gesagt, ein zweiter Mitspieler war noch dabei. Demzufolge ist hier drüben noch ein bisschen Solar dazugekommen. Ja. Also wir haben ordentlich die Sache hochgeschraubt. Sozusagen. Aber eben nur Verbesserungen, keine Änderungen. Oder eben das hier hinten musste ja geändert werden, weil den Mod habe ich rausgeschmissen, was mich persönlich tierisch ärgert, weil ich mag diesen Kistenmod wahnsinnig. Aber gut, nun ist er nicht mehr dabei und Smart Chest. Falls jemand mal den Mod sich angucken möchte, lohnt sich. Also im Einzelspiel definitiv. So, dann mal los hier. Montagemaschinen, bevor ich das hier alles anbinde, möchte ich erst hier drüben alles stehen haben, damit ich hier noch abändern kann. Dann sollte man letztendlich die Sache parat haben. Hoffentlich. So, Lampen hatte ich doch schon gebaut. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Außer Reichweite. Jawohl. Ist doch schon eine ganze Ecke besser, wenn man was sieht. Eine dahin. Okay. Noch eine hierhin. So. Haben wir zumindest schon mal einen Lichtschein. So. Und du baust nicht die Teile, sondern die Montagemaschinen. Diese. Reichweite. Gut, okay, also hier brauchen wir Eisenplatten. Das wäre dann quasi die Sache hier. Gespiegelt.
Okay, und nochmal rein. Gespiegelt. So. Stahlkisten. Davon habe ich auch zu wenig. Ständig zu wenig. Oh Mann. Oh, das macht nichts. Kann man ja alles nachbauen. So. Gut, dann haben wir das schon mal. Das fließt, das kommt. Hier wurde Kupfer gebraucht. Das haben wir gleich hier vorne. Gut. Dann nehmen wir also den Teil. So. Die Teile produzieren. Das ist dann das nächste, was kommen muss. Dann haben wir den Teil fertig. So, hier unten wird oben Metall gebraucht und unten Holz war. Genau. Müssen wir gucken, wie wir das mit dem Holz machen. Entweder ich mache eine Kurve oder... Ja, ich mache eine Kurve, das machen wir besser. Das machen wir so. Nee. Ey, das hat aber ein bisschen gehackert. Das ist das einzige Manko, was noch nicht so ganz raus ist und noch nicht so ganz funktioniert, die Hackerei. Da muss ich mal noch gucken. Woran das liegt. Ich muss auch beim Server nochmal nachschauen. So. Bisschen was kann noch nicht richtig laufen, weil er geht tierisch hoch mit der Last. Also er ist am Anfang sehr niedrig und baut sich dann sukzessiv mit der Prozessleistung auf. Also wenn da jemand eine Idee hat oder einen Gedanken, gerne ins Video, gerne hier in Chat, gerne bei Twitch, wo auch immer, YouTube, wo ihr gerade zuschaut. So, hier kommen schon mal die... Genau, das passt. Zahnräder sind für oben da. Die kommen bestens. Genau, werden aufgenommen. Passt. So, dann brauchen wir jetzt nur noch das Holz. Und das Holz, das mache ich jetzt genauso wie hier drüben. Dann machen wir es so. Genau, so machen wir das. Haben wir schon wieder 5. Also die Dinger hier, die gehen ständig drauf. Die muss ich dann, glaube ich, auch ganz schnell in die Produktion setzen. In der Automatisierung, so meine ich das mit Produktion. Wieder welche. Wenn er die dann fertig hat hier, einmal hoch und einmal so. Und der natürlich da lang. So. Dann laufen die Bäume rüber. Aber wenn die Bäume hier drüben ankommen, werden die zu Holz verarbeitet und die Sache steht. So sollte es normalerweise funktionieren. Da kommen sie. Mal gucken, ob sie runtergegriffen werden. Ja, werden sie. Sehr gut, freut mich. Das heißt also, es dauert nicht mehr lange, dann kommen die roten. Und dann müssten hier oben die ersten Maschinen rauskommen. Produktionsdauer 3 Sekunden. Okay. Ich meine, gut, wir haben mit den Dingern einen anderen Durchsatz. Und auch die Menge, in der wir die brauchen, ist eine andere, aber gut, es läuft erstmal.
Ist jetzt, glaube ich, noch nicht das Optimum, aber es läuft. Holz läuft voll. Kupferkabel läuft auf, das passt. Ja, ich würde sagen, das passt. Die Dinger füllen sich auf. Also wären es jetzt die Teile, die wir nochmal einen dran setzen sollten. So würde ich sagen. Ein bisschen ruckeln und hackern tut es immer wieder. Das lässt sich leider nicht umgehen aktuell. Ich habe es noch nicht ganz raus, was da servertechnisch los ist. Aber ich werde es noch rauskriegen. So, wir werden die Sache generell, denke ich, um 1 erweitern. Platinen sind scheinbar genug, das passt. So, hier oben müssten schon die ersten drin sein. Genau, 50 Stück schon drin. Bestens. So macht das Spaß. Hiervon noch. Die Musik ist heute ganz schön forsch. Wenn ich das so nennen darf. Heute ausgewählt. Ich glaube, ich wechsle mal auf Gaming Music wechseln. Mal gucken. Ich glaube, das ist hübscher. Oh, wir haben 42 ausgelassene Frames. Auch gut. Ja, so gefällt mir das. So, okay. Gut, die Sache steht. Mal gucken, was fehlt noch. Wird knapp, oder? Mal geht. Werden die Zahnräder knapp. Okay. Also packen wir von denen noch welche dran. Das ist ja kein Problem. Ey. Hat er denn jetzt gemacht hier? Ein paar mehr Zahnräder und die Sache passt. Wenn wir uns jetzt natürlich die Umweltverschmutzung angucken, werden wir sehen, das Ganze hat sich ein bisschen verschoben. Ach, nicht ein Strom. Umweltverschmutzung hier. Aktuell, wir ziehen immer so 150 bis 160 raus, aber jetzt ist natürlich durch die ganze Produktion, Stromgewinnung und so weiter der Wert ein bisschen anders. Aber gut, wir ziehen mit unserer Maschine da unten 150 Einheiten Umweltverschmutzung raus. Dann macht der Rest drumherum noch ein bisschen. Damit geht es. Es ist nicht optimal, aber es geht. Momentan sieht es ganz gut aus. Müssen wir bei Gelegenheit noch ein bisschen was reinspielen. Ich werde es dann noch irgendwann mit einrichten, weil wir es brauchen für die Alien-Erz-Geschichte. Damit wir irgendwann zu dem Supermaterial kommen und die ganzen einzelnen Komponenten an Start kriegen, um die es sonst auch immer so geht. Also wenn man mal klassisch Bob and Angel spielt. Ja. Ganz schön gewaltig aus, die Teile. Außer, ich möchte meine kleinen Kopfhörer wieder. Naja, so ist es. Kann ich alles haben?
Gut, das passt. Greifarme können wir uns noch ein paar holen. So, dann haben wir schon den Teil am Laufen. Sehr gut. Was brauchen wir noch? Rhodium, ich begrüße dich. Freue mich, dass du da bist. Wenn du gerade Lust, Zeit und Laune hast, probier's mal. Guck mal, ob du reinkommst. Also wir waren heute schon im Multiplayer drauf. Zwar in privater Runde, aber zumindest drauf. Es hat funktioniert. Hi. Und nun würde es mich interessieren, vielleicht geht's. Vielleicht haben wir das gefunden, was die Ursache sein könnte. Ich hoffe es einfach. Du hast es um 16 Uhr versucht. Ich habe den Server nicht die ganze Zeit oben gehabt. Ich habe immer wieder Dinge geändert. Ich weiß es jetzt nicht, ob es da geklappt hat. Ich habe zwischendurch auch neu gestartet, weil ich immer wieder mit den Mods rumhantiert habe. Und noch ein paar rausgeschmissen habe und diese Reskin-Mods hier nochmal mit reingenommen habe, die diese ganzen Bob-Geschichten ändern, dass die Platinen anders aussehen. Also es ist im Moment tatsächlich so, die Server halten an. Oder der Server hält an, wenn keiner im Spiel ist. Müssen wir mal schauen. Aber irgendwie muss es muss zum Laufen kommen. Okay. Du bist draufgekommen, aber hast es nicht halten können. Das ist ja doof. Aber wie gesagt, ich habe auch mehrfach zwischendurch. Vielleicht lag es auch daran. Hoffe ich einfach mal. Ein Versuch ist es immer wert. Was mich nur wundert, das habe ich noch nicht ganz gefunden. Einer von den Mods muss noch etwas rumspinnen, so sage ich es mal. Weil die Serverlast geht hoch. Kontinuierlich. Ich habe einen stetigen Anstieg der Prozessauslastung. Der Arbeitsspeicher bleibt schön glatt bei 700 MB. Aber die Serverlast steigt kontinuierlich. Bis ich ihn komplett runterfahre und neu starte, dann ist er wieder bei, keine Ahnung, 5%. Und dann fängt sie wieder an zu steigen. Mir nicht ganz klar, warum, aber es ist so. Ich habe auch gefunden, warum meine Drohne gestern weg war. Habe ich nämlich gesprengt. Ganz aus Versehen, persönlich. Weil wir haben ja hier diese wunderschönen, diesen Sprengstoff, mit dem wir auch eben die Landzung machen können oder überhaupt das Wasser. Ja, und dann war diese Companion-Drohne zu dicht dran. Und wenn der Sprengstoff genau auf die Drohne landet oder genau bei der Drohne landet, dann papp, war sie weg. Ich habe mir mittlerweile schon 3 Viere nachgebaut. Und davon auch schon wieder welche zerschossen, sozusagen. Also dieser Sprengstoff hier muss es in sich haben. Ich meine, die Explosion ist nicht viel, was da steht. Schaden 5 plus 6,25 ist eigentlich nicht viel, aber irgendwo hat es ausgereicht. Und die Companion-Drohnen haben ja sogar ein Schutzschild. Ja, die haben ja sogar einen Schildgenerator. Aber was soll's. Ist so. Jetzt weiß ich's. Meist beim nächsten Mal besser. So, Video 24 Minuten, 25 Minuten. Jetzt habe ich noch ein bisschen gequatscht. Habt ihr noch ein bisschen was mitbekommen, was so im Hinterland passiert ist. Und ich würde das Video damit erstmal beenden. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und dann gucken wir mal, was wir noch Wichtiges bauen, damit wir in die Forschung kommen. Damit wir ratzfatz in den Bereich kommen, wo uns dann gezielt alle Grunderze zur Verfügung stehen. Und ich glaube, wir sollten ein bisschen Verteidigung bauen als nächstes. Dass wir da nicht plötzlich vor einem Problem stehen. Und mit den Worten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da, drückt auf Abonnieren,
Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.